So, hallo ihr Lieben. Ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Weißt du, was kriegen wir nie ein Video zusammen? Meine Kleine kommt dann auch gleich aus der Schule, weil die keinen Nachmittagsunterricht haben, weil sie keine Betreuung haben, seitdem das mal mit Corona war, haben wir nachmittags keine Betreuung. Viel zu wenig. So, ich habe hier Monsterklei. Ich muss mal schnell meine Suppe kochen. Also, wie gesagt, ich nehme es einfach mal mit, ein bisschen mit privat, weil ich ja für meine Kleine ein bisschen was zu essen machen muss. So, da tun wir ein bisschen was rein. Moment, ich komme gleich wieder. Wenn du es auf der anderen Seite. So, das kocht, glaube ich, 5 Minuten ungefähr. Ein paar so kleine Nüdelchens. Und dann kriegt sie noch ein bisschen Obst, mein Schatz. Mein kleiner Schatz. So, stelle ich gleich mal die Zeit ein. Und dann kocht das von alleine. So, jetzt ganz so weich möchte ich es jetzt nicht drauf tun auf meinem. Da habe ich mir schon so ein bisschen was gemerkelt. Ich wollte wieder mein Hühnchen machen. Weil da wurde schon öfters mal nachgefragt. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss den jetzt langsam mal wieder machen. Quatsch. Du mal einfach mal was drauf schmieren, so wie beim Butterbrot. Ja, so. Dann machen wir mal Hochsteller. So einen kleinen Frosch mal, ne? Ja, mit Monsterklee kann man das auch ganz gut machen. Da wird halt aufgetragen, einfach erst einmal drauf gespachtelt. Jawohl. Und dann, ja, genauso wie ihr es kennt vom Modellieren her. Und da habt ihr nicht die Schwierigkeiten mit dem Einbacken und mit dem Zerbröseln. Und da muss man sich halt mal dran gewöhnen, an dieser Masse. Und die ist auch nicht dreckig. Man hat es zwar dann irgendwann mal an den Fingern oder so, aber man kriegt das immer gleich ab und die Hände bleiben sauber. Und auch nicht klebrig oder so, ne? Nee. Und das Schöne ist, ihr könnt schneller aufmodellieren, ne? So, ne? Schaut mal, das ist schön warm, das wird warm gemacht. Das mache ich immer in der Mikrowelle so ein klein bisschen. Ihr müsst bloß aufpassen, es kann auch zu heiß werden. Deswegen nehme ich erst meinen Spatel und rühre das um, dann sehe ich schon, wie weich es ist. Ne? Also zu weich sollte es nicht sein. Nicht sein. Jetzt habe ich schon wieder im Dialekt gesprochen. So, dann kommt noch so eine kleine Wurst hier rein, denn wenn das erkaltet, dann ist das richtig, richtig schön hart. So für die Anfänger halt, ne? Oder für die, die das noch nicht kennen, ich weiß ja nicht. Die, die das schon kennen, die wissen das ja. So, jetzt wird erst einmal so ein bisschen grob. Müssen wir mal schauen, viel größer wollte ich den eigentlich nicht machen. Opala. Viel größer wollte ich den nicht machen. Nein. Und wenn es dann hart ist, dann gibt es extra so Gerätschaften. Mit denen kann man das abmachen. Oder man kann auch vorher grob mit dem Messer runterziehen. Und man kann das auch wunderbar ausmodellieren. Wenn die Masse zu hart ist, also ich nehme immer Medium. Es gibt ja auch Soft, ne? Aber das ist fürs Abformen ist es nicht so gut geeignet, weil da kann auch schneller mal, wenn es ein bisschen wärmer ist oder so, kann er schneller mal was spatzen und dann habt ihr keine schöne Form für Silikon, ne? Nee. So, da hinten fehlt noch ein bisschen was. So, das ist halt das Schöne. Ihr könnt dann einfach bloß drauf klatschen. Ne? So. Ja. Genau. Ja, das wird bloß ein kurzes Video. Einfach mal bloß zeigen. So wie das, was ich so treibe tagsüber. Aber ja, mein Gott, sobald Zeit ist. Jetzt kocht ja die Suppe von alleine. Ich rühre dann bloß noch ein Eichen rein. Und genau. Dann dachte ich, nehme euch einfach mal mit, weil ich das dann in der Zeit mache. Also, ich muss dann hier. Also erst mache ich das immer so, auch mit der normalen Modelliermasse. Erstmal alles drauf. Und dann
wird ausmodelliert, weggenommen oder dann wieder was dazu getan und so entsteht es halt dann. Ne? Genau. So, schön warm. Kann man eigentlich nicht gebrauchen, wenn es draußen so warm ist, aber bei uns, weiß nicht, bei uns ist das gar nicht so warm. Wir haben es früh richtig kalt. Naja gut, ich wohne am Wald. Der Wald macht halt auch frische Luft, ne? Und da ist es auch abends gleich ganz schnell frisch. Man merkt es richtig, dass es vom Wald reinkommt. So. Und dann glätten muss man die Sachen halt dann mit Alkohol oder halt dann ein bisschen Wärme drauf. So, dann muss ich erst mal schauen. Zeichnung noch zusätzlich. Oh, das ist viel zu groß. Naja, dann nehmen wir dann ein bisschen ab von der Masse. Ich muss immer mir merken, wo ich bin. Das ist ja noch warm. Da brauche ich noch nicht viel machen, ne? Wenn die Masse so warm ist. Ich muss bloß einmal eine Symmetrie reinkriegen hier. So einigermaßen. Das ist noch zu. Ein bisschen flacher machen. So. Ja. So passt dann schon. Nach unten hingehen, nochmal ein bisschen flacher. Soll ja auch ein bisschen niedlich werden. Ne? Wir wollen ja was Niedliches haben. Da ist schon wieder. Mal wieder platt machen hier. So. Sieht das schon nicht schlecht aus, oder? So, ich kann jetzt gar nicht groß verreiben, weil das noch viel zu warm ist, das Ganze. Hier unten wird es vielleicht hart. Dann geht es noch wesentlich besser. Und dann kann ich es mir also so zurechtschnitzen, wie ich es brauche. So, jetzt haben wir es mal so grob. Ich muss bloß mal schauen, dass ich weiß, wo was ist. So. Genau. Ne? Jawohl. Und dann nehme ich das alles erstmal ab wieder. Und dann kann man ja diese Masse dann wieder erwärmen, wenn die. Die wird ja jetzt langsam wieder hart, ne? Wie hier. Ne? Das ist. Kriegst du so nicht runter. Da musst du schon wirklich rangehen, ne? Hier. Ne? Um das abzuschaben. Aber da drinnen, wie gesagt, das kann man warm machen. Und so soll die Konsistenz sein. Ne? Also bitte nicht heißer, weil dann kriegt ihr Probleme. Da könnt ihr euch sackrig verbrennen. Ne? Genau. Nehmt euch so einen Spatel. Oder was auch immer, könnt einen alten Löffel nehmen in der Wald. Und an der Seite hier ist es schon richtig hart, ne? Wieder die Masse. Deswegen, und wenn ihr einen neuen Topf habt, dann könnt ihr das auch immer ein bisschen abnehmen, kommt darauf an, wie viel ihr braucht. Und dann mal in einen anderen Plastik reintun, weil ich habe ja nicht so viel drin. Da geht das ganz gut, weil sonst müsst ihr mal alles aufheizen und so viel braucht man ja meistens nicht. Ich habe dann auch immer so kleine Töpfe dann noch und dann tue ich halt wie jetzt zum Beispiel, nehme ich mir was runter und tue das dann einfach in so ein Plastik, in kleinen Plastiktöpfchen und mache mir das dann warm und nicht das Ganze. Das muss nicht sein. Und das Vorteil, der Vorteil von dem Monster Clay ist natürlich, wenn ihr das abgeformt habt, könnt ihr das wieder zerstören und wieder was Neues machen. Jawohl. So, und das mache ich gleich mal platt. Umso schneller ist das dann zu gebrauchen. Ja, da braucht man nicht so viel erwärmen. Und das geht dann ruckzuck. Dann brauche ich bloß ein paar Sekunden dann. So, und das kann ich dann schon wegtun. Here we go. Ich habe mir da so eine Zeichnung jetzt gemacht. Ne? Ich mache mir da mal eine Zeichnung vorweg. Das passt zwar nicht ganz, aber so ungefähr, ne, dass ihr das mal seht, wie ich das mache. Die Pfötchen dann im Detail so ein bisschen und so. Und dann, ja, sag ich mir mal so, wie er wird, wird er halt dann. Ne? Ich brauche natürlich schon ein bisschen Zeit, weil oftmals muss ich das dann mal wegräumen und kommt halt immer drauf zusammen. Oh, der ist noch ganz warm, der muss noch ein bisschen warten, sonst verdätsche ich das alles bloß, ne? Und dann kommt wieder so ein kleiner Süßer. So, ich haue jetzt mein Ei rein in meiner Suppe und ich hoffe,
Es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe euch einfach mal mitgenommen jetzt. Ne? Und genau. Demnächst wird ein Benno fertig, dann eine Sansa. Und ja, vielleicht habe ich dann wieder was, irgendwas am Werk können. Ja, eine Ethnikmaus mache ich, die Ruby. Realbahn Ruby. Ne? Und ja, demnächst werde ich, ich habe einen Haufen Sachen zu Hause, ihr Lieben. Das wisst ihr ja alles gar nicht. Ne? Ich werde, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr Interesse an irgendwas habt oder was haben möchtet, aber bitte wirklich nur die, die wirklich haben möchten. Nicht jetzt anfragen und dann sagen, ach, ich muss erst sparen. Das ist blöd für mich, weil ich müsst ja bedenken, ich nehme mir extra Zeit dann für euch und ne, nur bei wirklich Interesse. Ne? Genau. Schreibt es mich einfach an. Ich habe auch gebrauchte Sachen, also wie gesagt, alles kein Thema. Ist ein bisschen was da. Genau. So. Dann mache ich später weiter. Also dann, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, demnächst kommen dann wieder andere Videos und genau, wie ich halt die Zeit habe. Nee. So. Na genau, das dauert dann auch immer ein bisschen. Ich brauche mal für den Kopf manchmal eine Woche, es kommt immer ganz drauf zusammen. Manchmal hat man so einen Griff irgendwie oder das ist halt alles Handarbeit. Ne? Mal gelingt es ein und wenn es mir nicht gelingt, dann lasse ich das einfach mal stehen. Und deswegen dauert das halt auch immer ein bisschen. Ne? Das, die Zeit, das hängt nicht nur davon ab, ja, wie lange man da braucht, sondern es geht auch darum, ja, wie die Muse ist so, ne? Zwecks Baby machen. Es ist nicht jeder Tag gleich. Nee. So. Genau. Also habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Schönen Tag heute noch. Bei uns ist auch wieder das Wetter schön. Und jo, meine Kleine kommt gleich. Also dann. Ciao, ciao.